Herzlich willkommen bei 1000 Beste Fahren. Herzlich willkommen zur Serie How to Ride a Motorcycle, Motorrad fahren lernen. Und in der Folge schauen wir uns an, welche Motorradkategorie passt zu dir, welches Motorrad sollst du kaufen. Ja, was hat die Wahl des richtigen Motorrades mit Motorradfahren lernen zu tun? Aus meiner Sicht eine ganze Menge. Weil mit dem falschen Motorrad kann selbst ein guter Motorradfahrer oder eine gute Motorradfahrerin ja, die eine oder andere Sache vielleicht nicht richtig umsetzen. Welche Kriterien beeinflussen wahrscheinlich die Wahl des Motorrades? Das sind mal ganz normale physiologische Dinge, die Körpergröße, das Gewicht, vermutlich aber auch die Größe des Egos. Was muss ich kompensieren? Ich werde wahrscheinlich ganz andere Motorräder fahren als der oder die eine andere von euch. Ja, und so versuchen wir in dem Video jetzt mit wirklich vielen unterschiedlichen Gesprächspartnern ja, dieser Sache auf den Grund zu gehen und euch eine Idee zu geben, okay, was wäre denn die richtige Motorradkategorie bei eurem nächsten Motorradkauf, dass ihr sicher unterwegs seid, aber auch richtig leimenden Fahrspaß genießen könnt. Es gibt sowas natürlich wie ein klassisches Motorrad. Das heißt, was braucht eigentlich ein Motorrad? Ein Motorrad braucht zwei Räder, einen Motor, einen Lenker. Und das trifft halt am besten oder am pursten halt auf Naked Bikes zu. Noch dazu sind sie leicht, haben keine unnötigen Aufbauten, große Windschilder oder sonstige Sachen und haben einen relativ hohen Einsatzbereich. Also ich kann sie für sehr viele Sachen verwenden. Was ich Anfängern auf alle Fälle empfehle, ist, ein Naked Bike am Anfang. Man sitzt aufrecht drauf und man hat einen guten Stand auf einem Naked Bike. In der Regel, wenn das jetzt nicht von der Sattelhöhe her zu hoch ist. Aber der gute Stand ist für Anfänger was ganz, ganz Wichtiges. Das vergessen wir, die wir halt viel fahren. Mir reicht es, wenn ich mit einem Fuß, mit einer Zehe unten stehe. Daher kann ich auch hohe Enduros fahren. Das ist mir wurscht. Aber wenn jemand anfängt, dann ist ihm das ganz, ganz wichtig, dass er einen guten Stand hat. Und das ist bei niedrigeren Motorrädern gegeben. Und daher glaube ich, kleinere Leute, kleinere Piloten, für die fallen wirklich viele Motorräder flach, muss man leider so sagen, weil die nicht diese Sicherheit entwickeln können auf einem sehr hohen Motorrad. Wiederum, ein Supersportler, abgesehen davon, dass er eh oft eine hohe Sitzhöhe hat, mit dieser liegenden Position, das ist auch nicht jedermanns Sache. Man muss da schon sehr fahraktiv sein, um dieses Motorrad sicher steuern zu können, weil der Lenker so weit vorne ist. Ja? Da muss nur eine Kleinigkeit kommen, reagieren vielleicht die Leute dann nicht ganz richtig. Also ein Naked Bike hat schon eine Berechtigung als ein Motorrad, das extrem universell einsetzbar ist. Allerdings wiederum ein Freund von mir, dem habe ich eben empfohlen, naja, für den Anfang nimm ein Naked Bike. Er hat sich eine Fireblade gekauft, war aber da total zufrieden damit. Also der war wiederum einer, der hat das eh checkt und gepackt. Ich will niemandem vorschreiben, dass er ein Naked Bike nehmen muss, aber ich finde halt, die Sitzposition und der gute Stand, der muss am Anfang passen. Also ich finde, ein Anfängermotorrad muss einerseits leicht sein, zugänglich sein und darf nicht überfordern. Ich habe angefangen mit Supermoto und Supermoto war und ist, glaube ich, nach wie vor eine extrem populäre Bike-Kategorie für junge User. Und ich finde es einfach lässig, weil es ist viel Platz, es ist ein fahrradähnliches Feeling drauf, man kann sich da ein bisschen austoben damit, hat wenig Gewicht, ein einfaches Handling, einen breiten Lenker. Und das ist für mich nach wie vor, glaube ich, eine Kategorie, die ich immer guten Gewissens empfehlen kann, eine Supermoto, solange man mit der Sitzhöhe klarkommt, weil das ist ja oft ein bisschen höher als andere Motorräder. Aber ansonsten eine Yamaha MT-07 beispielsweise als zugängliches, einfaches Naked Bike ohne viel Schnickschnack oder eine Honda CB650, ebenfalls ein tolles Naked Bike, das eine gute Basis für Einsteiger bietet. Ja, ich finde einfach, wie schon erwähnt, zugänglich muss es sein, einfach in der Handhabung, im Idealfall auch leicht und nicht überfordernd. Natürlich kann man auch anfangen mit einem Supersportler und das volle Elektronikpaket aktivieren. Nur ist die Frage, wie viel Lerneffekt hat man da und wie viel Sinn macht es? Und vor allem als Einsteiger will man meistens auch nicht diese Kohle am Tisch legen. Also ich bleibe da bei den Supermotos und Naked Bikes, die meines Erachtens perfekt geeignet sind. Das würde ich schon so, glaube ich, kann man so unterschreiben, dass Naked Bikes ebenso leimend sind und ebenso für so viele Leute in Frage kommen, weil sie so einen Kompromiss machen. So vielseitig, dass man kann sagen, ich
habe ein Nakedbike, da kann ich, wenn ich will, eben aufrecht drauf sitzen, wenn ich sage, ich brauche das für mein Wohlbefinden, für mein Sicherheitsgefühl. Aber wenn ich mal sage, so, jetzt sind ein paar geile Kurven vor mir und ich möchte richtig durchharzen, dann kann man auch ein bisschen da in Angriffsposition gehen, wenn man möchte. Und ich glaube, das ist das Schöne bei Nakedbikes, dass man so viel unterschiedliche Sachen machen kann. Allheilmittel glaube ich dann auch wenig, dass sie sind, weil natürlich ein Kompromiss heißt, sie können alles ein bisschen, aber wenn man halt dann wirklich vertiefend in eine Richtung gehen will, dann stößt so ein Naked Bike halt an seine Grenzen. Also für mich ist ganz klar die Ergonomie. Also egal welche Motorisierung oder egal wie schwer das Ding ist oder was, es muss einfach die Ergonomie für mich als großgewachsenen Typ passen. Das heißt ganz einfach, die Lenkerbreite, die Sitzposition, der Kniewinkel, dieses Sitzdreieck, wie man es oft gerne nennt, das muss einfach stimmen und ja, das muss einfach harmonieren. Und das ist oft wirklich, wie du schon sagst, in den ersten 2-3 Sekunden, wo du drauf sitzt, gibt es diesen Aha-Effekt, passt oder passt nicht. Es muss die Geometrie passen, dieses klassische Dreieck, Sattel, Fußraste, Lenker. Das muss für mich passen. Wobei natürlich von Kategorie zu Kategorie ist das ganz unterschiedlich, aber man hat schon so ein gewisses Wohlfühl-Dreieck, sage ich einmal. Supersportler, da bin ich natürlich sehr drüber gestreckt, aber da gibt es auch welche, wo ich mir dann denke, boah, da ist mir das Sattel jetzt echt fast zu hoch. Mit dem Kniewinkel habe ich lustigerweise, weil ich relativ kurze Haxeln habe, nie Probleme. Da gibt es aber auch Leute, die sagen, ah, das ist mir viel zu eng. Da ist der Sattel von der Fußraste nicht weit genug entfernt. Ansonsten unterscheidet sich natürlich jede Kategorie, aber dann habe ich meistens sofort ein gutes Gefühl auf einem gewissen Motorrad und dann gibt es wieder andere, wo vielleicht auch sogar die Lenkerkröpfung, ja, das ist auch so eine Sache, wenn der mir ein bisschen zu sehr gekröpft ist, dann passt es schon nicht mehr ganz so gut. Aber Anpassungsfähigkeit, sage ich einmal, ist das um und auf, dass man dann halt auch mit solchen Dingen zurechtkommt. Und dann geht es in die Sachen wie spricht der Motor an und solche Geschichten. Aber das findet man dann erst in der Fahrerei heraus. Die Leistung ist vielleicht gar nicht einmal so im Vordergrund wie die Fahrbarkeit von dem Fahrzeug. Ja, also natürlich will man immer ein bisschen mehr Leistung haben, das schon, aber ich glaube nicht, oder ich habe selten jemanden gehabt, der gesagt hat, nein, das Motorrad will ich nicht, weil das absolut viel zu wenig Leistung hat. Heutzutage sind gerade die größeren Bikes mit so viel Leistung versehen, dass das eigentlich fast kein Kriterium mehr geworden ist, sondern eher, wie lasse ich das fahren, das Fahrzeug, und was für Rückmeldung kriege ich von dem. Und wenn das gut funktioniert bei einem Fahrzeug, muss ich sagen, steht das dann immer sehr hoch im Kurs und ist hoch in der Gunst von den Motorradfahrern. Wenn es leicht von der Hand geht, das Motorrad das macht, was man sich vorstellt, dass sich das neutral in einer Kurve verhält, dass die Gasannahme angenehm ist. Das ist auch sehr, sehr oft ein Kritikpunkt, wenn es da Probleme gibt. Was wir sehr oft kaschieren dann oder verbessern am Prüfstand, ist die Gasannahme. Das ist sehr nervig, also das wirst du auch bestätigen können. Wenn du ein Motorrad fährst, was einen extremen Lastwechsel hat, ist es sehr mühsam, die Linie immer zu halten. Das erfordert dann sehr viel Konzentration. Das sind so die Hauptpunkte. Also ich glaube, Fahrverhalten selber, Motorrad, Fahrwerk, wie ist die Rückmeldung? Und der Motor. Naja, also eigentlich die Motorradreifen sind eigentlich das beste Mittel, um das Fahrverhalten von einem Motorrad zu tunen. Das beste und das einfachste Mittel. Es gibt Reifen, die sind eher auf der stabileren Seite, es gibt aber auch Reifen, die sind eher auf der handlicheren Seite. Wenn ich jetzt bei uns im Portfolio bleibe, so ein Rote Tech 3 macht zum Beispiel aus einer Adventure schon fast eine Supermoto. Wohingegen so ein Trailer Tech 3 ein bisschen stabiler und berechenbarer daherkommt. Also ja, eigentlich sind Reifen das Mittel, um so ein Fahrverhalten vom Motorrad zu beeinflussen. Also es gibt ja ein paar Hersteller, die sind eher auf der stabileren Seite, die wirklich hochgeschwindigkeitsstabil sind. Es gibt aber auch Hersteller, die eher Fokus auf die Landstraße legen, wirklich ja, Spaß in Kurven bieten wollen. Conti ist da eher auf der ja, agileren Seite, also wir wollen wirklich Spaß bieten, aber ja, gerade der Reifen, man kann das Fahrverhalten einfach extrem beeinflussen. Vierzylinder, unbedingt. Eine Vierzylindermaschine ist in niedere Drehzahlbereiche
sehr ruckfrei fahrbar. Auch wenn Beispiel bei Kurvenbereiche unroutinierter Anfängerin, Anfänger vielleicht in der Feinmotorik das Gas noch nicht ruhig erhaltet und eine leichte Bewegung am Gas, das nimmt ein Vierzylinder wesentlich weniger aggressiv auf als wie ein Zweizylinder oder gar ein Einzylinder, genauso die Motorbremsen. Also wenn da eine leichte Unruhe im Gasgriff ist, mit einer Vierzylinder kann man relativ sehr enge Kurven, wenn es nicht steil auf, also auf der Ebene einmal, enge Kurven locker dritte, vierte fahren. Und da schnurrt er so dahin und wenn ich da einen halben Millimeter Bewegung drinnen habe, den merkt man nicht. Bei einer Zweizylinder merkst du sofort, schneller werden, langsamer werden, schneller werden. Da kommt bei so einer Unruhe rein, wenn die Leute hektisch. Also von der Laufkultur ist natürlich der Vierzylinder ruhiger und daher auch für Anfänger im Bereich, egal welches Alter, eher empfehlenswert. Weil wenn ein Motorrad einmal, wie gesagt, 15, 18 km/h überschreitet, fährt es mit 50 Kilo Gewichtsunterschied ganz normal dahin. Wenn es darum geht, wirklich einen sanften, komfortablen Motorlauf zu haben, bin ich mit einem synchron laufenden Motor natürlich besser aufgestellt. Das heißt, wo die Zündfolgen in regelmäßigen Abständen kommen. Also nicht versetzt, sondern wirklich wie bei einem Vierzylinder zum Beispiel, der ist da sicher am meisten hervorzuheben. Der hat dann bei jeder halben Kurbelwellenumdrehung hat er dann einen Takt sozusagen. Also das ist auf jeden Fall sehr homogen. Man kann da sehr tiefe Drehzahl fahren, weil die Zündverteilung quasi symmetrisch ist und gibt einen enormen Fahrkomfort. Wenn es darum geht, ein Charakterbike zu haben, wenn man sagt, ich will was vom Sound her vielleicht noch ein bisschen tiefer ist, ein bisschen einen Charakter hat, vielleicht nicht ganz so den runden Motorlauf, sondern ein bisschen was Außergewöhnliches, dann geht es eher in Richtung V2-Motore. Die V2-Motore haben eben unregelmäßige Zündfolgen, also unsymmetrische Zündfolgen und dadurch ergibt sich ein unrunder Motorlauf, kann man sagen, was aber dem Motorrad wieder ein bisschen an Charakter verleiht. Man tut sich ein bisschen leichter mit so einem V2 auch mehr Drehmoment und Leistung von unteren Drehzahlen zu erzeugen, hat aber dann wieder den Nachteil, dass durch diesen unrunden Motorlauf keine tiefen Drehzahlen möglich sind. Also alles, was dann unter 3.000, 2.500 ist und man gibt stärker Gas bei einem großvolumigen V2, fängt das gerne mal in Schlaugen an von der Kette. Also der braucht eine gewisse Mindestdrehzahl, um homogen laufen zu können, was eben ein Vierzylinder zum Beispiel mit symmetrischer Zündfolge nicht hat. Ja. Kann man schwer sagen, weil es ja so ist, dass speziell die Leichtmotorräder, zum Beispiel die Klasse bis 125 Kubik, ja hauptsächlich ohne ABS noch unterwegs ist. Und es gibt sehr viele alte Motorräder, also das dauert schon noch einige Jahre, bis die Durchsetzung mit ABS im Markt da ist. Man kann nur raten, jemand, der ohne ABS fährt, also erstens einmal beruhigen, das geht. Wir sind jahrzehntelang ohne ABS gefahren. Es erfordert nur sehr viel mehr Training, weil man also ein Notbremsmanöver so oft trainieren muss, dass es automatisiert ist. Wenn man was automatisiert, dann kann man auch im Schreck drauf zurückgreifen. Wenn man zum allerersten Mal aber eine Notbremsung machen muss, dann wird die schief gehen. Das ist so. Durch den Schreck, durch das Gefühllose und man nicht weiß, wo die Grenze ist. Das heißt, man muss sich das wirklich antrainieren, niemals so auf die Vorderradbremse zuzugreifen. Und im Schreck passiert aber genau das. Das heißt, Training, Training, Training. Ich würde nicht darauf verzichten, wenn es die Auswahl gibt. Es gibt zwei Sachen, auf die ich nicht verzichten möchte. Das ist ABS und das sind Heizgriffe. Die alten Systeme können nur die Grundfunktionen und die auch nur das, was man zu dieser Zeitpunkt konnte. Die Entwicklung ist jetzt über 30 Jahre nach vorne gegangen und wir haben Funktionen außer das Rad blockieren zu verhindern, was früher mal ganz ruppig und rudimentär funktioniert hat, sind wir heute auf einem sehr hohen Niveau mit sehr soft, wir haben sehr viele Sensorik. Wir haben Druckaufnehmer, wir haben nicht nur die Raddrehzahlen, wir haben eine Sensorbox, wir können Hinterrad abheben, viel besser erkennen. Früher musste man Radgeschwindigkeiten detektieren und sagen, okay,
jetzt wird es wohl so sein. Heute können wir mit dem Pitch-Sensor ganz klar sagen, das Motorrad steht gerade 5 Grad mit dem Heck in der Luft. Jetzt müssen wir vorne mit der Bremselösung reagieren. Ganz am Anfang muss man auf Radgeschwindigkeiten interpretieren. Jetzt könnte das Hinterrad abgehoben sein. Sprich, wenn ich hinten nicht bremse und das Rad dreht weiter und das vordere bremst, dann muss es wohl in der Luft sein. Oder umgekehrt, wenn ich hinten bremse und nehme Druck raus und das Rad bleibt stehen, dann muss es wohl in der Luft sein. Das waren so Interpretationen. Wenn ich jetzt aber nicht auskupple, kann ich das verzerren. Das heißt, wir haben indirekt versucht, über Radverläufe das Hinterrad abheben zu erkennen. Der nächste Schritt war, wir haben Druckaufnehmer gehabt, wo wir schon mal das Verzögerungsniveau und so weiter besser abschätzen könnten. Der übernächste Schritt, jetzt haben wir eine Sensorbox, eine 6D-Sensorbox in der Doppel-R, die kann sogar den Eintauchwinkel von der Gabel, beziehungsweise wenn es dann komplett hinten abhebt, den Winkel des ganzen Motorrads zur Fahrbahnoberfläche oder eigentlich zur Gravitation sehen. Das Problem ist, dass ein gutes Fahrwerk für jeden was anderes bedeutet. Genau das ist das Schwierige, was ich versuchen muss, dann auch in einem Gespräch herauszufinden, auf was legt denn der Fahrer Wert. Es gibt Fahrer, die sagen, für mich ist ein gutes Fahrwerk, wenn zum Beispiel alle Bodenunebenheiten rausgefiltert werden. Das heißt, soft anspricht, sehr weich ist, du keine Schläge spürst. Ein komfortorientierter Fahrer sozusagen. Und es gibt Fahrer, die sagen, ich möchte genau wissen, was unterhalb passiert. Ich möchte ein Feedback haben von vorne oder von hinten. Das ist dann eine andere Kategorie. Und den kann ich nicht das gleiche Fahrwerk hinstellen wie den anderen. Ja? Also wenn ich für den einen ein Fahrwerk mache, wo der sagt, das ist perfekt und super, heißt das noch lange nicht, dass der andere Fahrertyp, der auf ganz andere Sachen Wert legt, das genauso empfindet. Ich sage einmal, man profitiert auf jeden Fall von Fahrwerken, die mannigfältig einstellbar sind und da viele Möglichkeiten bieten, als bei Fahrwerken, die halt kaum Einstellungen haben. Was aber nicht bedeutet, dass die nicht funktionieren. Wenn der Fahrzeughersteller das genau trifft, den Kundenwunsch quasi oder die Vorstellungen, was der hat, dann kann auch ein Fahrwerk, was jetzt keine großen Einstellmöglichkeiten bietet, auch funktionieren. Also das ist nicht so, dass man sagt, das ist generell nichts. Ja, es sind Motorräder, die möglichst durchschnittlich sind, im positiven Sinn. Das heißt, für viele Einsatzzwecke geeignet. Das Motorrad sollte leicht sein, das Motorrad sollte eher niedrig sein, nicht zu hoch, dass man einen guten Stand hat und leicht zu bewegen sein. Also handliche Motorräder. Die Sitzhöhe ist nicht nur für Einsteiger, ist für jeden Motorradfahrer eine ganz elementare Sache, weil das Motorrad muss einfach zu mir passen. Und es gibt halt Motorradfahrer oder Fahrerinnen, die sind 1,50 Meter oder 55 Meter. Wir haben eine Instruktorin, die ist 1,56 Meter, fährt super Motorrad. Es gibt aber auch Motorradfahrer, die sind 1,85 Meter. Und nicht jedes Motorrad passt zu jedem Fahrer, das ist einmal so. Wenn ich entscheiden muss zwischen einem schweren Motorrad und einem hohen Motorrad, würde ich wahrscheinlich persönlich ein schweres Motorrad wählen, das niedriger ist, weil es für mich deutlich einfacher ist, Hand zu haben, als jetzt ein hohes Motorrad. Da kommt es natürlich auch darauf an, was bezeichne ich als schwer. Die Mischung schwer und hoch ist wirklich der Worst Case, aber ich bin jetzt zum Beispiel Alaska-Tour gefahren, eine Woche lang auf einer F800 GS Adventure. Das ist natürlich kein leichtes Motorrad und es ist ein sehr hohes Motorrad für meine Größe, ich bin 1,69. Aber auch das kriegt man irgendwo hin, aber klar, zum Rangieren, zum Manövrieren ist es natürlich deutlich schwerer als jetzt ein niedriges Motorrad. Eine Indian Scout wiegt natürlich mehr, aber ist so niedrig, dass man damit überhaupt keine Schwierigkeiten hat. Den perfekten will ich nicht sagen, aber ich empfinde schon persönlich, dass so gerade Lenker, breite Lenker, dass die angenehmer sind, weil man einfach durch weniger mehr machen kann. Man kann
viel sanfter, finde ich, oder man hat einfach auch mehr Gefühl. Wenn man einen breiten Lenker zieht, also dann tut sich da gleich mehr. Das heißt, man weiß, was bewirkt eine Aktion. Und ich finde, bei so kleinen gekröpften Lenkern wie man, oder so Stummellenkern, wie man es zum Beispiel beim Supersportler hat, da ist es doch so, dass man um einiges weniger auch am Lenker macht und viel mehr mit dem Körpergewicht. Aber gerade für den Anfang eben breite Sitzposition, breiter Lenker, finde ich um einiges angenehmer. Die meisten Hersteller haben ja da sehr ausgereifte Modelle im Angebot. Und wenn ich jetzt von unseren Gästen ausgehe, das sind eigentlich die Motorradfahrer, mit denen man am meisten zu tun hat, so, also ich. Das sind oft Leute, die fahren mit Sozia, fahren zu zweit, fahren mit Gepäck. Das sind Motorräder, die das vom Fahrwerk, von der Motorisierung einfach gut schaffen, lassen sich gut anpassen für verschiedene Beladungszustände, mit Koffer, ohne Koffer, allein, zu zweit, bieten einen gewissen Windschutz, bieten ausreichend Leistung. Also für die Leute, die genau das machen, mit Gepäck und zu zweit große Touren über mehrere Tage zu fahren, bietet diese Art von Motorrädern wahrscheinlich das beste Gesamtpaket. Also ich möchte eigentlich jetzt keine Motorradkategorie prinzipiell ausschließen. Es ist aber halt schon so, durch meine persönliche Erfahrung jetzt, dass ich mit manchen halt mehr am Hut habe als mit anderen. Supersportler zum Beispiel bin ich jetzt erst einmal gefahren und natürlich so ungewohnte Sitzposition. Supersportler sitzt so gekauert drauf, ist jetzt nicht gerade die natürlichste Sitzposition. Deshalb ist das für mich persönlich jetzt schon noch fremder und eben weniger Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden fördernd als jetzt zum Beispiel so ein Enduro oder Reise-Enduro. Weil diese aufrechte Sitzposition, die kenne ich gut und die vermittelt mir instant so ein Gefühl, passt alles, ich habe alles unter Kontrolle. Also jetzt aktuelle Tausender ohne Traktionskontrolle, mit keiner Erfahrung, vor allem auf der Rennstrecke oder wenn ich im Regen fahre, weil ich komme im Regen rein, wenn ich auf der Straße irgendwo unterwegs bin, würde ich definitiv nicht empfehlen. Da würde ich eher zurückgreifen im Bereich Motocross, da wo ich einen geringeren Haftungsabrissmoment habe, da wo ich ja quasi immer in so einer Art Slide oder einer Art Drift bin, um das Gefühl dafür zu entwickeln, weil der Haftungsabriss mit einem Superbike, mit einem Straßenreifen oder mit einem Slick, der ist, ne? Und das ist, denke ich, für einen Einsteiger eigentlich nur mit Glück zu kontrollieren. Ich sage das heute auch im Nachhinein, wenn ich mit dem Motorrad mit weniger Leistung auf der Strecke fahre und denke mir, ist das entspannt und ich kann mich exakt auf viel mehr Sachen konzentrieren und kann die Linie wirklich noch mal verfeinern und kann noch mal näher zum Scheitelpunkt ran, näher zum Körper ran, am Ausgang genauso, und weil ich einfach mehr Zeit habe. Und die Zeit habe ich mit dem 1000 Kubik Motorrad nicht so und bin im Endeffekt vor allem am Anfang immer extrem geflasht von der Leistung. 200 PS am Hinterrad, wer das nicht gewohnt ist, der hat im Endeffekt, wenn er im zweiten, dritten Gang das Gas aufmacht, voll aufmacht, dann hat der zu tun, dass er auf dem Motorrad hocken bleibt, sage ich jetzt einmal. Es gibt sehr viele, die sind Marketing, es gibt sehr viele, die sind Viertelfans und es gibt einige, die sind unbedingt wichtig. Ich finde, ein Motorrad mit 50 PS sollte keine Traktionskontrolle brauchen. Also die Traktionskontrolle für ein Motorrad mit einer durchschnittlich niederen Leistung sollte dennoch im Kopf des Anwenders und in der Gashand liegen. Jedoch Dinge, die jetzt zum Beispiel aus einem Überraschungsmoment entstehen können, wie jetzt das Bremsen, da ist ABS heute unerlässlich. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Menschen, die glauben, dass sie richtig starke Motorräder brauchen. Also ich habe es ja gerade vorhin schon mal gesagt, ich bin mit der Super Duke da bin ich dann schon manches Mal froh, dass ich unterschiedliche Fahrmodi habe und dass ich auch die Möglichkeit habe, die Pferdchen bei nasser Fahrbahn und teilweise rutschigem Belag dann ein bisschen einzudämmen. Das hilft dir dann schon, dass du sicherer um die Runden kommst. Also angepasst aufs Motorrad, 50 PS Motorrad, ABS, ja, Traktionskontrolle, nein, starke Motorräder, sofern diese Systeme 100% funktionieren, so viel wie möglich. Entscheidend ist ganz sicher, wie viel der Motorradfahrer fährt
im Jahresdurchschnitt. Umso mehr er Kilometer macht, umso besser, schneller kann er sich vorstellen, mit dem neuen Motorrad umzugehen, weil er sich nicht mit der Technik aufhalten muss. Die ist plus minus dieselbe. Schalten, Bremsen, das ist bei dem alles automatisch. Hingegen, wenn einer um die 1000 Kilometer fährt, dann kann er das halt eben, braucht er länger, bis er sich einstellt. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ein Tag ein sehr gutes Maß ist. Spannende Frage. Man könnte es technisch beantworten und kann sagen, wenn ich schon ein Motorradfahrer bin, ja, und grundsätzlich weiß, wie es geht, dann reicht, und ich habe ernsthaftes Interesse, dann reichen eigentlich bei einer vernünftigen Verkehrssituation reichen eigentlich 2 Stunden und 100 Kilometer. Und wenn ich es dann schaffe, dass ich mal Kleinststraßen und eben flüssige Landstraßen, vielleicht mal einen Autobahnabschnitt Rambazamba fahre, dann habe ich im Prinzip ein spontanes, umfassendes Gefühl, was das Motorrad kann, wie es zu mir passt, wie ich das empfinde. Das würde ich auf alle Fälle sagen. Das ist für mich eine sichere Feststellung. Die Menschen haben die Neigung dazu, zu viel Kuvik und zu viel Gewicht. Kuvik und Gewicht haben natürlich große Vorteile, da brauchen wir uns nichts vormachen. Gewicht nimmt die Löcher und die Schläge besser weg. Kuvik gleicht andere Schwächen aus, das ist alles korrekt. Und deshalb ist es auch so verlockend. Aber bin der Meinung, wenn du ein Motorrad besitzt und damit einigermaßen fährst, dann weißt du das bald mal, wie weit ich muss zurückschalten, wenn ich jetzt überholen will. Das ist der Xieren, das können wir alle zusammen und das ist eine Übungsfrage. Und wenn ich immer dasselbe Motorrad fahre, dann brauche ich nicht Kubik und nicht Gewicht, weil dann kenne ich es und weiß, was ich eigentlich zu tun habe. Aber für die Wenigfahrer ist die Kombination halt verlockend. Ganz viele Menschen nehmen Motorräder, die einfach zu groß für die sind. Wenn ich zum Beispiel auf die Adventure sitze, dann ist das keine optimale Größe, ist mir einfach zu groß. Die fällt mir ja schon, wenn ich ein kleines Problem habe unter Umständen um. Ich habe jetzt ein bisschen Routine, dann geht sich das aus. Nicht? Aber wenn du, sobald ein Gast eben sich auf ein großes Motorrad setzt, aber die Größe nicht hat, weiß ich schon, das ist, er überschätzt sich da. Er geht da mehr den Weg des Gesamtmarktes und nicht seinen individuellen Weg. Und es tut mir einfach leid, weil ist auch nicht meine Aufgabe, es ihn komplett auszureden. Ich probiere ihn dann auf ein kleineres, auf ein leichteres zu bringen, so dass er zumindest im Vergleich wählt. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es halt nicht. Ja, für die Serie Motorradfahren lernen habe ich insgesamt, also ich glaube, 36 Interviews geführt, sind ja 20-teilige Serie. Und was ich drauf gekommen bin, bei der Wahl des richtigen Motorrades kommt es halt schon sehr stark auf den Typ an, aber auch jetzt nicht nur, wie man fühlt und wie man denkt, weil es natürlich eine ganz starke emotionale Geschichte ist, so das richtige Motorrad aussuchen, sondern schon allein auch von dem, wie man physiologisch halt gebaut ist. Und da hat sich für mich herauskristallisiert, dass die Leute, die halt, wie soll man es formulieren, kleiner und schwächlicher sind, wahrscheinlich mit dem Gewicht die größte Herausforderung haben, vor allem in Kombination mit einer hohen Sitzhöhe. Vor allem, selbst wenn sie Einsteiger sind, wenn das gestandene Mannsbilder sind oder kräftige Frauen, dann haben die mit einem hohen Gewicht von einem Motorrad oft dann kein Problem und ist dann nicht das Kriterium. Und auf der anderen Seite, wenn wer ganz ein großes Problem hat mit dieser Dosierung, mit dieser Feinmotorik, mit Kuppeln und Gas geben, wenn das eher die Herausforderung ist, dann ist da wahrscheinlich besser, wenn man in so Vierzylinder-Konzepte reingeht, weil da die Dosierung vom Motor halt noch seidiger, noch einfacher ist und dass da so wahrscheinlich der größte Unterschied hinsichtlich dessen ist, was macht einen mehr Probleme eher, die Größe, die Schwere oder eben diese Dosierbarkeit. Und das macht sicherlich viel aus bei der Motorradauswahl, wenn man jetzt mal von den emotionalen Komponenten so ein bisschen absieht. Zum An- und Abmelden von einem Fahrzeug gibt es in ganz Österreich Zulassungsstellen. Die sind von Versicherungsunternehmen betrieben. Da werden sie beliehen von der Behörde. Da kann man zu seiner Zulassungsstelle seiner Wahl gehen. Man muss eine ganze Reihe von Dokumenten mitnehmen und auch etwas Geld. Am besten auf der Homepage von Zürich Connect informieren. Wir haben dort alle Informationen, welche Unterlagen man braucht, wie viel es kostet und wie man vorgehen muss. Also im Winter, wo ich nicht fahre, lege ich das Kennzeichen zurück. Das ist eine Hinterlegung.
Dann hat man auch ist man von der Versicherungs-, von der Kfz-Steuer befreit für die Monate November, Dezember, Jänner und Februar. Das lässt sich auch ganz leicht mit Behörde machen. Auch hier haben wir Informationen auf unserer Homepage. Also wenn man nicht fährt im Winter, wäre mein Tipp, Kennzeichen zurücklegen und Geld sparen. Also ich empfehle Leuten jetzt eigentlich immer Maschinen um die, was weiß ich, 80 PS. Unter 100 PS, finde ich, ist eh schon ausreichend. Und 150 oder 200 PS Rakete, meiner Meinung nach, wie gesagt, der eine Freund hat das natürlich locker weggesteckt, seine Fireblade hat 175 PS gehabt, aber ich empfehle es jetzt nicht, weil ich auch der Meinung bin, so ein Motorrad der unteren Mittelklasse mit knapp 80 PS macht auch schon mörderisch viel Spaß. Motorradeln mit diesen A2-tauglichen 48 PS machen in Wirklichkeit auch Spaß oder können Spaß machen. Das finde ich selten Motorräder, wo ich mich nicht sozusagen anpassen kann an die Leistung, dass ich nicht mit diesem Motorrad auch Spaß hätte. Natürlich ist es immer schön, viel mehr Leistung zu haben, aber ich bin tatsächlich einer, der jedem sagt, wurscht, wie dessen Charakter ist, weil es kann immer einer sozusagen über sich hinaus wachsen wollen und sich denken, boah, Leiwand, und wenn ich da jetzt voll aufdrehe, was ist dann? Naja, dann ist vielleicht vorbei. Daher, ich gehe immer den sicheren Weg und sage, bleib unter 100 PS, dann bist bestens bedient eigentlich. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man sich fragt, was will ich mit diesem Motorrad machen? Was soll das Motorrad können? Wo setze ich das ein? Was soll das bewirken? Was soll das können? Und vor allem, wie viel Freude soll man das machen? Weil es geht darum, glaube ich, einerseits diese technischen Anforderungen, dass es das erfüllt, für das, was man machen will, und andererseits ist, glaube ich, auch dieser Besitzerstolz beim Motorrad schon ganz, ganz wichtig. Also das muss einen richtiger Freude machen. Jedes Mal, wenn man es sieht, muss man sich wahnsinnig freuen. Ich finde es gut, wenn das Motorrad, das ich bewege, auch zu dem dafür geeignet ist, was ich jetzt mache. Das macht das Fahren deutlich leichter und leibernder. Aber an sich finde ich jedes Motorrad geil. Ob es jetzt, selbst wenn es alt ist, ob es modern ist, ob es ein Cruiser ist, ein Adventure-Bike, ein Supersportler, was auch immer es ist auf jeden Fall leibern, wenn es zwei Räder hat und einen Motor. Also aus BMW-Sicht definitiv. Wir haben da ein sehr, sehr positives Zukunftsbild für das Motorrad. Und wir sehen ja auch durch die parallelen Entwicklungen, auf der einen Seite entwickeln wir automatisiertes Fahren, auf der anderen Seite immer noch individuelle Zweiradmobilität. Wir sehen, dass das zusammenpassen kann. Das kann definitiv nur eine Koexistenz sein. Wir werden Mischverkehr Jahrzehnte haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal wirklich zu 100% automatisiertem Fahren kommen, dass wirklich alles automatisiert ist. Solange es diesen Mischverkehr gibt, haben wir die Anforderung, dass die automatisierten Fahrzeuge auch mit individuellen Fahrzeugen zusammen in einem Lebensraum koexistieren können. So laufen derzeit die Entwicklungen. Da sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen deutlichen Widerspruch. Ja, diese Serie How to Ride a Motorcycle, Motorradfahren lernen, hat insgesamt 20 Folgen. Wir sind jetzt bei der Folge 1. Ich habe dann unten drunter verlinkt eine Playlist, wo ihr dann, sobald wir die ganzen Folgen hochgeladen haben, dann alle Folgen mit drinnen habt. Bin auch schon sehr gespannt, was ihr da jetzt an Input mit reingebt zur Motorradwahl. Ist es noch oder nicht eh alles klar, welches Motorrad man sich kauft? Oder habt ihr das eine oder andere Aha-Erlebnis schon gehabt? Und diese Aha-Erlebnisse, die postet mal bitte unten drunter. Wo wart ihr positiv, negativ überrascht von einer Motorradkategorie, von einem Motorrad, um vielleicht auch Inspiration für andere Kolleginnen und Kollegen geben zu können? Vielen Dank für Ihren Beitrag, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Ausgabe von How to Ride a Motorcycle, Motorradfahren lernen. Tschüss und Baba.